Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Cassette Beast. So, wir wollen ja immer noch ins Ödland, was hier ist genau. Oh, Neu-London. Okay, oben ist Neu-London, sehe ich gerade, auch interessant. Was steht da drauf, was da ist? Da ist eine Ruine, da ist eine Höhle. Ist mir vorhin nicht aufgefallen. Aha. Okay, aber ja, wir könnten zwar auch hier links weitergehen, aber wir haben ja eigentlich das letzte Mal schon gesehen, dass wir da hinten eigentlich hochkommen von der Theorie her und hier auch eine Höhle ist. So, okay. Warum ist hier ein Loch? Okay. Ja, hier müssten wir wieder von der Theorie her irgendwann mal klettern können. Schätze ich mal. Oder sieht so aus, dass wenn vielleicht irgendwo weiter rechts auf der Karte, also auf der Oberwelt hier auch noch ein Höhleneingang ist, dass man von rechts vielleicht darüber kommt. Aber naja. Was hast du nochmal gemacht? Ah, das kriegst du nochmal aktiviert, ne? Das ist, weil ich, wahrscheinlich, weil ich hier das Spiel quasi jetzt gerade neu gestartet habe. Hier rückgängig gemacht worden. Ich freue mich, diese Krähen hier gar nicht. Hier bin ich, ne? Hallo. Dann holen wir uns mal kurz die Truhe, die hinten ist. Ärzteblatt. Vielleicht im Ziel 3 unten lang den Status Heilblatt. Dann heilt man sich halt. Die Frage ist halt, wie heilt man sich halt, ne? Aber es ist unsere erste Fähigkeit, wenn ich mich nicht täusche, durch die wir uns heilen können. Ja, außer beißen vielleicht noch, wenn man es so nimmt. Fünfte Pflanze. Das Ding ist, wir haben kein einziges Pflanzen, Monster. Wir wissen ja auch nicht, dass sonst das irgendwas so das können würde wahrscheinlich von uns. Also, muss ja nicht unbedingt Pflanze sein, aber naja. Jetzt schon in Neu-London. Offenbar kann sich niemand auf Neu-Viral auf die einfachsten historischen Fakten einigen. Manche haben die Vorstellung von einem Multiversum akzeptiert, aber ich glaube, auf dieser Insel wimmelt es nur von so einem Lügnern. Zum Beispiel leugnen viele, dass die Marslandung im Jahr 1969 stattgefunden hat. Verschwörungstheoretiker, alle miteinander. Chris ist aber ein ganz normaler Trainer. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwie ein Special-Typ, weil wir jetzt hier in Neu-London sind. Das habe ich vorgelesen. Aber der kann sich in Zukunft auch wieder lassen. Ich verspotte mich halt. Ich hatte jetzt eh nichts anderes vor. Entweder den Multi-Trainer so machen. Ja, aber es reicht nicht, um den Platz zu machen, den Trainer, ne? Naja, komm, du machst einen Klaps. Du machst auch noch Spucken. Wenn wir den nächsten, aber den nächsten, der rauskommt, einfach platt machen können. Na, vielleicht hat es gereicht. Keine Ahnung. Multischuss. Multiklaps. Gelöscht. Gut Damage gemacht auf jeden Fall. Hallo. So, haben wir noch einen Tübi? Dürfte ein Eis gerade noch irgendwo runter. Ein Makler. Oh, das heißt jetzt irgendwo wie so ein Maklerhaus auch. Wenn es schon Makler ist. Also, habe ich gerade meinen Hals hier. Ein Bauernskelett. Wegen den Schafigur oder was? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht kannst du ja auch diesmal was nochmal Zielwasser trinken. Und du hebst auch mal deine Dings auf für die Multiclubs. Toll. Hat sehr gelohnt, das Zielwasser zu trinken. Plus minus null. Oh, den hatten wir auch schon mal gesehen. Da hatte ich ja eigentlich nochmal versucht wieder zu bekommen, aber da waren die dabei bei den anderen Typen da. Ja.
Ui, der kriegt Damage. Der ist so defensiv nicht so gut. Entzünden. Aha. Die zwei Attacke ein bisschen mehr Damage macht. Nehme ich dann, glaube ich, rein, anstatt diese andere. Wir haben ja diese Prior-Attacke noch. Da drinnen, die auch irgendwie mehr Damage macht. Aber die hat irgendwie 5 braucht. Ich glaube, die nehme ich dann dafür raus. Nee, oder? War es nicht du? Doch, hier genau. Trifft mehrmals unter Priorität. Übrigens, ehrlich, ich werde eine Reihe auf einen Multischuss einsetzen. Und dann treffe ich nicht unbedingt mit Priorität hier. So, und die waren mal. Achso, ist ja da jetzt vollkommen. Er hat noch einen Platz frei. Und dann habe ich gleich darauf geachtet. Ja, dann kann ich es auch für behalten. Ich habe gedacht, der hat ja schon alle Plätze belegt. So, also durchschieben. Dann. Doch da. Dann bist du von der Theorie her. Ich meine, zwei Schwester-Attacke, ne? Eigentlich machst du auch mehr Damage als. Von dem machst du eigentlich nur 90, ne? Wo eigentlich nicht. Durchschnittlich machst du ja nur 80. Also eigentlich bist du sogar schlechter als Schnellfeuer. Ich sag jetzt immer noch falsch, bin ich echt dumm, ey. So. So. Okay, noch ein bisschen Schalter drauf. Und das Eto komme ich, glaube ich, ohne Klettern auch nicht würdig hoch, ne? Oh, vielleicht doch. Schaut mal an hier, ey. Easy, ja. Ich breche jetzt eine Truhe, war. Kristallinsel. Trifft ein Ziel. Ein Glasfernkampf. Glas haben wir aber nicht. So, was bist du für ein? Du siehst irgendwie special aus. Also Captain Penny Dreadful. Dieser Ort hier hieß mal 0 London. In Hafenstadt gab es jede Menge Einwohner und es wurde Zeit für eine neue, schöne Siedlung. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe meine Kindheit hier verbracht und Geschichten über das echte London gehört. Das sagen nach einem furchtbaren Ort. Halsabschneider, Wegelagerer, Vampire. Ich war total fasziniert davon. Klingt ja lustig. Als die Stadt niederbrannte, gingen die Geschichten verloren. Ist doch klar. Und hier ist auch alles und jeder in Flammen aufgegangen, außer mir. Penny Dreadful. Rager Captain. Dem Tod von der Schippe springende persönlich. Ein seltsamer Spitzname. In der Hafenstadt glaubt jeder was anderes. Aber bei einer Sache sind wir uns einig. Irgendwann werden wir alle den Löffel abgeben. Ich glaube, es fehlen ihnen einfach die Fantasie. Der Tod ist nicht das Ende. Nicht, wenn man die Geheimlehren kennt. Könnte dir eine Demonstration geben, wenn du meinst, dass du dafür bereit bist. Du bist doch eine neue Ranger auszubilden, oder? Bist du auf der Suche nach einem Kampf, um mich zu beweisen? Gut, cool, hier haben wir keine extra Quests mehr antippen. Ja, ist doch immer ein Go, ne? Dann lassen wir erstmal krachen. Und falls du erwartest, dass ich mich zurückhalte, weil ich ein Ranger-Captain bin, dann hast du dich getäuscht. Dich erwartet ein richtiger Kampf. Mal sehen, wie stark du ist. Oh, scheiße, ich hätte mich vorher nochmal heilen sollen, ne, weil die beiden schon angeschlagen sind. Wird schon schief gehen, Reboden, das ist natürlich erstmal wieder Kacke, aber ganz ehrlich. Ich schätze mal, das dritte ist auch Boden, was rauskommt, von daher kann ich ihn auch einfach gleich drinnen lassen und sagen wir mal, Anführungszeichen, opfern. Hey, wenn wir Boden behalten. Machen wir mal entzünden hier aber drauf. Den glaube ich, mache ich eben jetzt zuerst platt, weil. Der zweite gehört wahrscheinlich zu ihnen, das heißt, wenn ich ihn zuerst platt mache, sind immer noch zwei Gegner. So, könnte ich zu Glas machen, ne? Bringt es aber eigentlich auch nicht viel. Ich glaube, ich hebe lieber meinen Multiklaps auf. Verwünschen, okay. Geister von Charaktere sind nicht durch Angriffe zu treffen, werden jedoch besiegt, wenn der Timer des Geisterstatus abläuft. Okay, das heißt, in 3 Runden einfach tot, der Typ. Okay. Das soll in 3 Runden sterben. Ist mir gerade egal. Ich bin ja eh auf ihn hergegangen. Upp, so, jetzt wird der wahrscheinlich drauf gehen. Nee, doch nicht. Oh. Alles klar, das ist also seine Taktik hier. Dann sollten wir ihn hier so schnell wie möglich platt machen. Ja, hab jetzt ihn? Oh ne, jetzt als erstes aus, hätte ich ihn ja geklickt. Reicht das? Ja, okay. Okay, 4 Runden.
Dann nehmen wir mal unseren Wassertypen hier raus. Ja, du machst dann aber erstmal, würde ich sagen. Habe ich bei dir nicht so eine komische Wand drin? Oh, ich hab bei dir auch so eine Wand drin. Tja, ich kann einfach den hier erstmal machen. Du machst den hier, weil dieser Angriff brauche ich den eigentlich gerade nicht. Sehr nachkommen, wie es aussieht, ne? Tja. Kann man Zielwasser trinken? Aber wir essen jetzt auch wahrscheinlich tot, wenn wir Pech haben. Oh, wir können halt den hier machen, aber das trifft ihn ja auch dann, ne? Aber wir haben Luftattacken, weil das können wir echt machen. Tja, eine Runde müssen wir ja noch machen, ne? Ist gut. Okay, das hatten wir ja glaube ich schon mal, das scheint gegen Bosse nicht zu funktionieren anscheinend. Nebel von der Expedition, alle an Fernkampf geführt, die kein Wasser, Luft oder Typ sind auf 0%, also ich dürfte nicht treffen. Ich habe aber mit Klaps getroffen. Und der bist halt der Typ Boden, also. Naja. Okay, dann. Du bist jetzt das Astral wieder, ne? Das ist wieder scheiße mit seinem Wasser. Mach's mal einen Hilferuf. Du, ja, und Multi klappt auch wieder, ne? Machst du Sturm. Okay, der ist auch in 3 Runden aber tot, alles klar. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Das Ding ist, ich brauche ja nicht angreifen, ne? Du kannst aber 3 Runden warten. Wenn der jetzt in 3 Runden aber tot ist, wäre es schon eingreift. Der muss auch irgendeine Taktik muss der eigentlich haben, der Typ. Will man behaupten. Warte mal. Falls er echt irgendeine Taktik hat im Sinne, falls er das wieder rauszuhören kann, wäre es vielleicht schlau, den wieder mit so einem Plastiktypen wieder zu provozieren, ne? Eigentlich. Ach, scheiße, ich kann ja gar nicht angreifen. Nee, also, stimmt, das funktioniert ja gar nicht. Der kriegt das ja gar nicht ab, so. Ist jetzt aber 2 Runden tot und ich hab den Kampf gewonnen? Der wäre mega dumm. Der wäre mega schwachsinniger Kampf, ey. Mal gucken. Okay. Wenn man das jetzt macht. Fragt ja im Ritualkern mit 25% ihrer Gesundheit zurück, wenn sie besiegt werden. Aha. Okay, das heißt, er ist quasi nächste Runde tot von der Theorie her. Fällt ja eine Runde skippen oder so? Wechseln, Gegenstände fliegen. Also ich will erstmal einfach noch, ich kann einfach Klaps machen, dann kostet mich ja auch keine AP. So, dann machst du auch erstmal einfach noch irgendwie random Klaps. Das heißt, er ist gleich tot, kommt wieder mit 25%, dann müssen wir ihn von der Tür wahrscheinlich töten, bevor er wieder sein Geistererscheinungszeug da macht. So, ist er gestorben, jetzt kommt er wieder. Aufgestandene Charaktere können durch Effekt wie Beispiel Ritual nicht mehr zurückgeholt werden. Ah, okay. Das heißt, wenn er es nochmal macht, dann ist er eigentlich trotzdem quasi dead. Oh, er ist eh tot. Okay, war aber, also der Kampf gegen Zed war irgendwie schwieriger. Dadurch, dass er sich einfach quasi selbst Co. gemacht hat, war das schon ganz schön einfach. Ich bin mächtig beeindruckt, selbst wenn ich mich von der Ebene der Sterblichen entfernt habe. Hat nicht gereicht, um dich zu besiegen. Hier ist deine Belohnung für den Sieg. Für die unsterbliche Penny Dreadful. Ah, Nummer 7, alles klar. Verwünschen. Ja, gehört. War auch ganz ehrlich, das wäre ich nie benutzt. Selbst wenn ich einen Geistertyp hätte. Weil irgendwie, was ist das aber für ein Typ? Astral ist es ja, ne? Ist das Astral? Nee, ist das Geist? Nee, ist Astral. Ist Astral nicht auch so aus? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie werde ich nie einsetzen. Ganz ehrlich. Die werde ich nie einsetzen. Für dieses Olivenöl, was man da bekommt, das kann ich eigentlich sofort einsetzen, oder? Weil es gibt mir einfach nur ein Level-Up für meinen Charakter. Und eigentlich nutze ich mir ja nichts, das zu sparen, weil. Der wird es auf jeden Fall für mich benutzen, ne? Mache ich mir ja mein Level ab. Bahn bei Level 30. Nehme mir das jetzt aber nochmal auf mich und fertig. Wofür soll ich. Okay, ich setze. Ah, okay, es wäre vielleicht schon sinnvoll, es aufzusparen im Sinne von. Die höheren Level kosten mehr Erfahrung wahrscheinlich. Brauche ich mehr Erfahrung für, um das da einzusetzen, so, ne? Okay, fällt mir gerade mal ein, aber naja, ganz ehrlich, ey. Darauf wird es hier wahrscheinlich nicht unbedingt ankommen.
Darf man jetzt die Sanduhr, die wir gerade gesehen haben? Hier ist noch ein Stein. Den müssen wir bestimmt wieder irgendwo rauflegen. Wo ist hier was zum Rauflegen? Da unten. Von drei Stück. Dann können wir erstmal die Sanduhr fangen, die vielleicht mal. Ich dafür? Komm. Ich muss einen Sturm auf den. Oder was viel Damage? Also Level 15 nur sehe ich gerade. Okay, Erdbeschichtung. Aber dadurch geht er sofort kaputt, oder? Nee, ist rein. Ist ja. Okay, das sogar ist sofort kaputt oder nicht. Weil dann, oder zählt das dann auch als effektiv, weil er dann zu Glas wird? Ich weiß gar nicht, was effektiv ist dann quasi. Probieren wir aus. Das Ding ist, ich habe ein erfülltes Stück schon wieder, der andere Typ, weil ich treffe mit ihnen jetzt ja bald auf jeden Fall. So, überleben die das? Der ja. Hat er nicht einen Erdwall gehabt? Das hat er schwer bekommen, finde ich. Muss man ja echt mal durchlesen, was sie da teilweise bekommen. Ich habe dachte, er hat so einen Erdwall gehabt, aber der war aber futsch. Aber wenn er selbst dann effektiv ist, müsste er eine Attacke blocken, oder nicht? Trisch gesehen. Das ist nicht ganz auf die Chance, ne? Da kannst du zum Glück den erwarten. Aber dann will man trotzdem mal die schwachen Kassetten hier weiter benutzen. Also damit die einfach mal weg sind hier. Das ist gerade nicht das Problem. Schade, das klappt ja nicht an, egal. 1%, ja, okay. Haben wir, perfekt. Scharfe Kante, vielleicht den Benutzer drauf und Status Schaden. Ach, das war Schaden bei Kontakt, was ich da bekommen habe, oder was? Nee. Ist auch nicht. Ah, keine Ahnung, was der Gegner da bekommen hatte. Ja, der wäre vielleicht auch mal eine Überlegung, wer den vielleicht nochmal mitzunehmen. Das heißt, wir haben ein paar Leute beim Team eh noch nicht sicher. Soll ich gerade ihn hier. Den wir gerade eh dabei haben. So, aber wir nehmen kurz das Ding hier holen. Weil wir kriegen noch einen Stein auf jeden Fall. Ey. Nicht wegschieben. Hier können wir drunter springen, aber ich kriege keinen Stein. Wo ist denn der dritte Stein jetzt? Weil wenn ich so mache. Oder bleibt die jetzt auf? Weil die bleibt auf, okay. Bin doof. Glasbeschichtung. Okay, wer ist am Glas tippen? Alles klar. Rein, dann gehen wir zurück zum Lagerfeuer. Nehmen wir vielleicht mal die Sanduhr mit. Platsch. Dann können wir es ja nochmal heilen. So, Zelten, jo. Gruppe. Du. Kassette. Sammlung hinzufügen. Und Kassettensammlung. Wo ist denn die Sanduhr? Da, zeitloser. Gruppe hinzufügen. Mal sehen, ob der was kann später. Das ist eigentlich ganz angenehm, dieses Level-System, dass der Charakter halt levelt, müsste ich unbedingt die, ja, die Monster an sich. Mal klar, die entwickelt sich dann irgendwie oder so noch, aber weißt du, ist das halt nicht so, dass man irgendwie ein Monster fängt, was 10 Level unter dem anderen ist, so, und dann muss es erstmal irgendwie hochleveln. Weil die Gegner sind ja zum Beispiel Level 15, wenn die Level 15 wären, ich bin jetzt Level 30, müsste die 15 Level hochleveln, damit die auf mein Level sind. Das wäre ganz schön kacke, ne? Ich hab mich noch nicht ausgeholt, oder? Eigentlich, es ist echt angenehm so. Man kann man schon immer sein Team eigentlich mal ein bisschen durchtauschen, wenn man mit irgendwas noch nicht zufrieden ist oder irgendwas Neues fängt, wo man denkt, ja, könnte vielleicht cool sein. So, dann tausche ich auch gleich mal durch, dass der dann auch vorne ist. Nehme ich euch beide, nehme ich aber jetzt mit, weil der entwickelt sich ja eh nicht mehr. Schätze ich mal, zumindest hat er 10 AP. Wird wahrscheinlich so ein Monster sein, was sich halt nicht entwickelt. So ist ein Pokémon halt auch welche gibt, die sich nicht entwickeln und welche die 2 Entwicklung haben und welche die 3 Entwicklung haben. So wird es hier wahrscheinlich dann auch sein, so ähnlich. Ja, hier muss ich hoch.
Was auch eine Höhle. Oh, das war Effektruhe. Was bist du da für ein Riesenvieh? Ich kann mich auch nicht fangen. Okay. Na ja, gut. Du hast ja gerade meine beiden schwächsten Leute da vorne ab. Machst du mal ein Zielwasser? Du kannst halt nämlich nicht so viel. Ich mache mal den hier. Vielleicht greift er auch, weil der scheint mir einfach zu sein. Schade. So, wieder dazu. So, Multischuss. Du kannst ja noch einen Klaps machen. Ich glaube, die Tasche hier aus macht einfach keinen Sinn, hier glaube ich drin zu behalten. Gott. Der ist wahrscheinlich so ein Tod. Egal. Upp. Aber kannst du hier kommen? Ich lasse es aber. Obwohl, nee, komm. Was bist du? Gift und normal. Tja. Also normal halt, Beste halt, ne? Der kommt gerade Dachschaden, weil ich Angriff gemacht habe. Achso, beides, wenn die einen landen oder wenn ich einen mache. Ah. Gut, bringt das nicht so viel, da der ist auf Fernkampffläche quasi, ist der Typ. So, hoffen wir mal, so triffst. Ich hätte vorher wahrscheinlich mal Zielwasser, aber nutzen sollen, wenn mal ein Angriff höher wird, ne? Aber wenn der trifft, reicht das aber eigentlich auch. Muss halt nur treffen. Treff! Perfekt. Oh, was? Ah, Leute, das war eine Fusion. Ah, deshalb ist es geil. Aber warum ist der beide mit Full Life weiter sind? Das ist ein bisschen unfair gefühlt. Das ist unfair, dass die beide Full Life haben. Wenn man es im ersten Zielwasser. Kommt noch einmal. Ach, hätte ich viermal treffen können. Weiß ich dir jetzt nicht so ohne Tod, weil ich machst du jetzt aber nochmal den Multiklaps auf den Typen da. Und du machst deinen Steinwelle hier. Sandsturm hat er bekommen. Trifft ein ganzes Team. Finger die Reste des Status-Effekt um 1. Aha, okay. Schneeschlag. Trifft ein Ziel und verringert sein Tempo. 28% Flächenschaden. Eis. Da könnte vielleicht unsere Wassertypisch schon erlernen, ne? So von der Theorie her. Könnten wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, ewig kritisieren hier einfach rausnehmen. Der Ersatz war schon richtig, so kannst du das so fähigerweise. Ne, leider nicht. Denn die anderen werden das wahrscheinlich auch nicht können. Würde mir bezweifeln. Tja, das Ding ist, ich kann eigentlich schon wieder zurück zum Lagerfeuer, ne? Ui. Weil ich hätte versuchen sollen. Genau, no, kann ich mich da hochboosten? So. Pflanzentarnung. Wiederverwertete Kassette. Okay. Okay, ich würde aber mal sagen, das war's dann für heute wieder. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.